Ja, danke Brigitte. Wir haben es gesehen beim Wetter. Es ist eisig kalt. Wie das Kältehoch Hartmut Deutschland im Griff hat und die Folgen jetzt bei uns. Willkommen zu Hallo Deutschland. Guten Abend an diesem erneut eiskalten Tag. Zwei Tage vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn haben wir teilweise Minusgrade im zweistelligen Bereich. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands wurde das Winterwetter heute zur Herausforderung. Für Besitzer von Dieselfahrzeugen war heute wohl ein schwerer Tag. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Kommunen künftig selbstständig Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erlassen können. Ein Schock für Millionen Autofahrer? Wir haben uns mal in Stuttgart umgehört. Tja, die Frage leite ich mal weiter an unseren ZDF-Rechtsexperten Joachim Pohl in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht. Herr Pohl, kurz nach dem Urteil heute Mittag dachte man, na ja, das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Inzwischen sind aber bereits tatsächlich erste Fahrverbote angekündigt worden in Hamburg. Was glauben Sie, wann kommen die nächsten? Wir haben es auch gerade in dem Beitrag aus Stuttgart gesehen. Fahrer von älteren Dieselfahrzeugen befürchten jetzt, dass sie womöglich bald gar nicht mehr in Städte fahren dürfen. Ist die Sorge berechtigt Ihrer Meinung? Vielen Dank, Joachim Pohl, nach Leipzig. Das Urteil zum Dieselfahrverbot, liebe Zuschauer, ist auch Thema eines ZDF-Spezials heute Abend, direkt nach den 19 Uhr heute Nachrichten. So, bei den eisig kalten Temperaturen momentan wagt man sich ja kaum vor die Tür, oder? Also ein Familienausflug in den Freizeitpark, der steht da wohl eher nicht auf dem Programm. Oder gerade eben doch bei der Eiseskälte? In unserer Wochenserie zeigt Ihnen Familie Klunk, wie und wo man trotzdem Vollgas geben kann. Egal bei welchem Wetter. Ja, ist eine Alternative zum Winterspaziergang. Indoor-Freizeitparks. Und jetzt zu einem Mann, der ja, ganz oben war, erfolgreich. Peter Graf, Vater von Steffi Graf. Ihr Trainer, ihr Macher. Aber in den 90er Jahren bekommt das nahezu perfekte Image plötzlich Risse. Thema einer spannenden Reportage heute Abend auf ZDF Info. Wir haben schon mal einen Vorgeschmack. Heute Abend auf ZDF Info mehr zu Peter Grafs Rolle in Steffis Karriere. Skandal, große Affären in Deutschland, der Fall Peter Graf. Heute um 20.15 Uhr. Und jetzt hat Karen Webb alle News der Stars bei Leute heute. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und freue mich auf Sie morgen bei Hallo Deutschland. Tschüss.